Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zur Back 9 Runde hier bei uns auf der Korn Ferry Tour. Erstes Turnier, das wir hier jetzt als Profi spielen. Und wir sind in Whistling Straits, Wisconsin. Wenn ich richtig weiß, ja. Und wir liegen ganz gut eigentlich mit minus 4. Wir haben ja ganz stark angefangen hier tatsächlich mit 3 Birdies am Anfang. Und dann konnten wir noch 2 nachspielen. An der 9 haben wir dann doch ein bisschen Pech gehabt mit dem ausgelippten Ball. Oder beziehungsweise ja fast ausgelippt. Ja, er ist uns ein bisschen über den Rand gelaufen. Naja, also auf jeden Fall, das hat nicht ganz geklappt. Aber da haben wir auch wirklich den dritten Schlag nicht ganz so dolle gemacht. Nichtsdestoweniger wollen wir jetzt hier auf die Back 9 gehen und schauen, dass wir uns weiter vorne im Leaderboard, ja, ich sag mal, fest ansiedeln oder unsere Position gut festigen. Wir schauen jetzt mal. Das ist ein Par 4 mit 361 Yards. Ist eigentlich gar nicht so lang, aber spannend ist natürlich jetzt hier die Landeposition, weil wir haben natürlich hier diesen wirklich herausfordernden Bunker. Und die Frage ist, spielt man rechts an dem Bunker vorbei oder links an dem Bunker vorbei? Weil drüber, wenn ich das jetzt richtig sehe, wird es ganz, ganz schwer. Und wenn wir hier die Kurve nicht erwischen, dann sind wir hier links im Gemüse. Okay, ich muss mir das Ganze nochmal ein bisschen anschauen. Ja, wir müssten eigentlich hier rein. Aber wenn er hier nicht den richtigen Kick kriegt, dann liegen wir hier im Bunker. Und wenn er hier oben landet, der Wind treibt ihn dort rüber. Das Holz. Die Frage ist, ob wir den überhaupt da hochkriegen. Der wird vermutlich auf jeden Fall hier vorne landen. Und dann wird er mit Sicherheit hier links rüber gedrückt. Wenn wir hier landen, dann rollt er da hoch. Also der Bunker hat schon seinen Grund und seine Berechtigung, warum der da ist. Und mit diesem Bunker haben wir dann echt ein Problem. Ich meine, 239 Yards, 300, eigentlich müssten wir gar nicht so lang. Wir könnten dann auch mit dem zweiten dann auf jeden Fall das Grün erreichen. Aber wir müssen schon irgendwie hier hochkommen. Weil wenn wir hier vorne dran verhungern, dann hat es uns auch nichts geholfen. Okay, vielleicht dann noch ein bisschen drohen. Ja, wir müssen es einfach ein bisschen mal riskieren und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ob er oben bleibt, das sieht eigentlich so aus. Ja, okay, er bleibt oben, das ist soweit okay. 246 Yards, 158 bis zum Loch, das ist eigentlich kein Problem. From the fairway noted, this is second. 158 Yards left to the hole, tough wind for a right-hander coming from left to right. Ja, okay. Zack. Zack. Approach. Es geht natürlich einen Berg hoch. Ja, ist natürlich klar. Das ist jetzt wieder so eine Position, wo man eigentlich genau zum Liegen kommen muss. Vernünftiger wäre es natürlich hier auf die rechte Seite zu spielen. Eisen 8. Es geht ja hoch. Das heißt, der Ball wird kürzer landen. Der Ball wird kürzer landen und er treibt ihn uns sowieso rüber. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, dann soll uns der Wind den dort rüber treiben auf die rechte Seite. Und dann hoffen wir dadurch, dass er eben kürzer dann landet, dass er auch zum Liegen kommt mit einem Eisen 8, sollte das eigentlich der Fall sein. Also auch hier ist es natürlich wieder so eine Sache hier, dass den Stock wirklich anzugreifen. Ja, weil dann liegen wir definitiv dann im Zweifel hier im Bunker und selbst auch die Kuhle da rechts ist schon übelst. Okay. Okay, wir gehen trotzdem ein bisschen mehr nach links. Damit wir vielleicht ein bisschen eine Chance haben. Er müsste doch eigentlich... Oh, der ist schon weit. Oh ja, der ist schon weit und liegt im Raff. Oh, oh. Well, had a good look at the green, but couldn't cash it in. In the rough now, wondering what might have been. Okay, das überrascht mich jetzt schon ein kleines bisschen, dadurch, dass das Grün höher ist, dass der jetzt doch so weit geflogen ist.
Okay, also 93-97 aus dem Rough. Wir hatten hier, es ist ein Pitch, ja. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich das dann wieder den Shot-Type hier falsch einschätze. Wir müssen auf jeden Fall kürzer sein. 17, wir gehen auf 12. Es geht ja auch ein kleines bisschen dann zum Stock, wenn ich das richtig sehe. Es geht ein kleines bisschen zum Stock. Also es wird sowieso wegen schwierig, weil wir ja hier aus dem Rough spielen. Okay. Okay, komm, bleib liegen. Ja, ist nicht so richtig von sich überzeugt, habe ich den Eindruck. Okay. Es ist, ja, Level. Bisschen bergab. So. Ja, schauen wir noch mal. Ja, es geht am Anfang ein kleines bisschen hoch, ein kleines bisschen bergab an der Stelle. Aber im Prinzip ist es uninteressant. So. Ja, am Anfang geht es kleines bisschen, geht es nach links, das Break. Und hinten raus geht es nach rechts. Also das müsste man eigentlich schon merken. Das müsste man doch schon merken. Oh. Das war jetzt irgendwie doch ein bisschen merkwürdig. Ja, ich glaube, er war einfach zu schnell. Okay. Das ist natürlich nicht der Anfang, den wir uns gewünscht haben für die Back 9. Okay, that one in for a bogey here at 10. And he's going to slide backwards to 3 under par. Ja, aber noch brennt nichts an. Wir haben noch 8 Bahnen. 645-yard par 5, 11th. They call this hole the sandbox. And hopefully, Frank, you're not picking up the shovel here. Yeah, I don't care who you are. If you're reaching this par 5 and 2, then you don't belong on this planet. Oh, ja, das sind die berühmten Eisenbahnschwellen in den Bunkern. Ja. Ja, Bogie Bogie ist jetzt natürlich nicht gerade die Reihenfolge, die wir gerne möchten. Aber kein Problem. Paar 5. Ja. Wir schauen uns das Ganze nochmal von oben an. Okay. Und dann geht es hier rechts rum. Und dann sieht man auch hier wirklich wunderbar die vielen, vielen Bunker. Also da sind teilweise Bunker überall, wo man sich fragt, schlägt man da überhaupt hin? Also links oben zum Beispiel sieht man diese ganze Bunkerlandschaft. Also diese überall diese vielen, vielen, vielen ganz kleinen Bunker. Naja, gut. Also. Der Wind kommt von links. Bis zu den Bunkern wird er höchstwahrscheinlich nicht rollen, weil wir ja bergauf spielen. Ja, er wird dann hier rüber gehen. Ich denke, so sollte das passen. Auch hier werden wir wieder versuchen, natürlich mit dem dritten gut an den Stock zu kommen. Boy, a good round going here on this Thursday and that. Oh ja, jetzt rollt er noch einen runter, aber da ist auch extra sozusagen eine Landezone, wo er ausrollen kann. So, 327 noch bis zum Loch, das ist ordentlich. Now a second from well over 300 yards, this will be about positioning. So. Ja, ja, der macht ganz schön nach rechts. Gut. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wie sich das Ganze hier verhält. Ah ja, da ist da ein Bunker, da ist eine Welle. Okay, die Frage ist, wird er da die Welle hochrollen? Wir werden das Ganze ein bisschen flacher spielen, damit er mehr rollt. So, und jetzt habe ich gerade gesehen, deswegen auch, weil wir über dem Ball stehen, muss der Ball eigentlich mehr nach rechts gehen. So. Soweit passt das Ganze. Yards müsste jetzt ein 60er Wedge sein, denke ich. Jupp. Okay. Ja, die Frage ist natürlich jetzt auch hier wieder, wird er spinnen oder nicht spinnen? Letztes Mal waren wir, glaube ich, ein bisschen kurz. Kann das sein?
Müssen wir noch mal ein bisschen aufpassen. Also die Fahnenposition ist schon wieder spannend. Ja, da geht's halt in den Hang und dann zieht er richtig runter. Das gefällt mir gar nicht. Also mit Finesse müsste er ja eigentlich weniger Spin drauf haben. Und wir haben 7 Fuß berghoch. Okay. Okay. Bleib liegen. Ah. Maybe not what you're hoping for from that number, but no damage. It's on the green. A birdie putt here at the 11th. Well, and he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. So, ein bisschen geht's nach oben. Ein kleines bisschen bergauf Putt. Das Ganze bricht die ganze Zeit nach rechts, und zwar relativ gleichmäßig, aber am Anfang ein bisschen mehr. Ja, 26 Fuß. Okay, hat viel Zeit zum Brechen. Da hinten rollt er dann aus. Okay, versuchen wir so. Er ist schnell unterwegs. Ah, kleines bisschen zu viel. Schade. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. So that rushed in for par here at 11. And he'll remain right where he is. Out of the 12th, short little par 3. Yeah, just a short iron in hand. You'd like to think it's a birdie opportunity. One of the biggest problems here, though, was putting. This green, anything other than flat. Ja, man sieht's. Also, das ist ein ganz spannendes. Das ganze Ding ist grün. Und wenn die Fahne da ganz hinten rechts steckt, oje, oje, oje. So, es geht bergab und wir haben unheimlich Wind. Eisen 8. Ist vorhin uns ganz schön weit nach hinten geflogen. Er darf halt auch nicht zu kurz sein. Okay. Und er bricht eigentlich nach rechts. Am besten wäre natürlich, wir würden dem ein bisschen... Ah, aber er kriegt ja schon einen Haufen. Nach rechts. Kleines bisschen höher anspielen. Dass er hoffentlich gleich zum Liegen kommt. Eieieiei. Oh ja, da rollt er dann runter und das Putten wird interessant. 45. On the green, chance for birdie coming up. He's down there. This for birdie. Well, this is a big swinging putt from right to left, from start to finish. Ja, genau. Der Punkt ist erstmal da wieder hochkommen. Und dahinter geht es dann wieder runter. Ja, das ist ganz schön übelst. Und das Ganze zieht auch unheimlich von rechts. Oje, oje. Das wird ein spannender Putt. Ich meine, er wird nicht sofort nach links wegbrechen. Da unten geht es noch einigermaßen. Augenblick. So, was haben wir hier? 46, also müssen wir auf jeden Fall 56, noch ein bisschen mehr, das kommt hin. So. Ja, man muss da aber irgendwie hochkommen. Über rechts. Wie viel rechts müssen wir anhalten? Er wird erstmal gerade hoffentlich laufen und dann, ja, das ist ein Wahnsinnsrücken. Aber wenn er da oben liegen bleibt, dann geht das einigermaßen. Ja,
Okay. Yeah, you really got to put a charge into it up that slope, and that is fairly well done. So, bricht nach rechts. Und es geht aber bergab? Ja, ein kleines bisschen. That one safely in. It's par here at 12. And he'll stay right where he is. Ja, da ist man immer froh, wenn man so einen locht. So, wir sind an Platz 6 immer noch unter den Top 10. This par 4, Frank, they lovingly call cliffhanger. How do you deal with these 402 yards, Frank? Really, you got to pick a spot down the left side. Even where the rough isn't really such a bad line. Keep it down there, let everything kick to the right. But you have to avoid missing right here. Ja, das ist auch ein ganz spannendes Grün und der zweite Schlag wird deswegen auch interessant, denn man muss natürlich sagen, jemand sieht dann hier dieses Grün und hinten dran ist ja, das Meer bzw. der Lake Michigan, wenn ich das richtig weiß, und das ist schon stark, also das ist eine ganz, ganz tolle Sache hier, dieser Platz, also wirklich nicht einfach zu spielen und wir sehen auch immer noch kräftig Wind, also Wind hat es hier immer. Logischerweise. Und auch hier müssen wir natürlich schauen, dass wir den eigentlich hier sauber links reinspielen. Und dann wird er hier runterrollen, denke ich, bis zur 10. Bis zur 100 Meter Marke. Definitiv. Ja, die Frage ist halt, wie viel links muss man den anhalten? Ja, das war... Doch, das müsste passen. Okay. Yeah, that's a nice swing and the result is gonna be a tee shot that is set up just fine. 121 müsste doch, glaube ich, ein 50er vielleicht. From the fairway, Iona, this is second. 121 yards is the number we're looking at. Pin on the right hand side, so really looking for a fade in here if he can. Ja, ein Fade brauche ich hier nicht, also der Wind fadet schon von alleine. Guckt euch das an. Ja, ja, wir müssen ja echt aufpassen, dass der uns nicht abhaut. Aber die Länge ist auch jetzt natürlich wichtig. Es geht ja bergab. Der wird dann irgendwo hier unten landen. Und dann ist die Frage, wie verhält sich dann der Spin? Wie verhält sich dann der Spin? Das ganze Zeug geht alles nach rechts runter. Und da ist natürlich halt gar nichts. Ne? Ich meine, hier hat es zwar einen Bunker, aber da ist hinten dran gar nichts. Ja. Oh, Mann, 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 Mann. Also hier muss man schon sehr, sehr clever spielen. Ein 50er. Ein 50er Finesse. 18 down. Weißt du, er wird etwas tiefer fliegen. So, jetzt ist die Frage, was macht er? Wird schon ein bisschen spinnen, oder? Nee, er rollt jetzt gerade ein bisschen runter. Okay. Soweit okay. The ball looked good in the air. You'd like it to be a little closer, but still, inside 40 feet, just gonna have to be careful with the lag putting. Ja, pretty big left to righter here for birdie. Das ist natürlich jetzt auch ein übler Putt hier, aber da unten ist eigentlich alles flach. Wir dürfen einfach nicht zu schnell sein. Es geht erstmal ganz schön flott runter. Das heißt, der wird sofort nach rechts wegbrechen. So, wir gehen hier auf diese Länge. Nochmal schauen. 8, okay. Auf diese Länge. Und dann werden wir den praktisch hier am Ding entlang putten. Der wird definitiv kräftig nach rechts runterrollen und kriegt ja auch noch ein bisschen Speed. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh. Ja, das ist natürlich immer diese Situation. Im Prinzip ist man froh, dass der Ball wirklich fast tot am Stock liegt, aber auf der anderen Seite denkt man sich halt immer, ja, ein kleines bisschen, dann wäre es noch ein schönes Birdie geworden. Okay, wir nehmen das Ganze gerne mit und zwar auch mit dieser Aussicht, mit dieser hervorragenden, und das sollte ja eigentlich dann ein Pärchen werden.
Sehr gut. So here we are at the 14th, just a shade under 400 yards, par 4. You can see it's a dog leg left. You might be tempted to cut that corner, but you're asking for some trouble there. You can see there's an enormous fairway bunker, which could spell bogey. Ja, auch wunderbar, wunderbar. So, Whistling Straits ist berüchtigt. Auf jeden Fall. Ein paar vier. Wir schauen uns das Ganze mal nochmal von oben an. 396 Yards ist jetzt natürlich auch ein bisschen Länge. Gar keine Frage für ein paar vier. Ach, das ist ja interessant. Das ist gar kein Birdie-Buch, sondern das ist praktisch eine Luftaufnahme. Man sieht ja hier sogar die Zuschauer laufen auf der Straße, beziehungsweise auf dem Weg. Ist ja interessant. Gut. Ja, der Bunker hier da links, 258 Yards beginnt er. Ja, da müssen wir natürlich schauen, dass wir da nicht drin landen. Der Wind drückt uns natürlich wieder darüber. Wenn wir hier oben landen, dann rollt er sowieso nach links runter. Okay. Ja, ja, ja. Und dann sollte er da in die Kuhle reinlaufen und definitiv nicht in den Bunker. So. Ja, wir spielen ein bisschen low an. Ja, sehr gut. Dann rollt er jetzt ein bisschen hier in die Kuhle rein. Ja, damit können wir arbeiten. 303 Yards. Sehr gut. So, und an der Stelle nochmal kurz der Hinweis. 2010 hat hier Martin Keimer sein erstes Major gewonnen, und zwar die PGA Championship. Das waren die, lasst mich kurz schauen, die, da stand es doch irgendwann, die 93. Kann das sein? Ach, irgendwo stand es, aber ist egal. Auf jeden Fall hat er damals 2010 im August im Stechen, und da muss man dann auch dazu sagen, das zeige ich euch später dann an der 18, Dustin Johnson, das war auch eine ganz interessante Szene, ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, das habe ich damals tatsächlich auch live gesehen im Fernsehen auf Sky, und Dustin Johnson war der Meinung, er liegt in einem Waste Area und hat dann dort den Schläger aufgesetzt, aber es war ein Bunker. Und der Hintergrund war, dass eben die Zuschauer die ganze Gegend so niedergetrampelt haben, dass man nicht mehr erkennen konnte, ob es wirklich ein Sand, ein Bunker war oder Waste Area. Und da hat er sich dann einen Strafschlag eingehandelt, sonst wäre er nämlich auch noch ins Stechen gekommen. Und Martin Keimer hat dann in einem Drei-Loch- oder Three-Hole-Stechen-Playoff hat er gegen Bubba Watson gewonnen. Und ich weiß noch, Bubba Watson hat das erste Loch gewonnen. Und dann eben das zweite und das dritte ging an Martin Keimer. Und da hat er dann tatsächlich im Stechen sein erstes Major damals gewonnen. War eine ganz fantastische Sache, denn bis dahin war nur Bernhard Langer der Einzige, der zweimal das Masters gewonnen hat. Und er und der Martin Keimer ist auch bis heute die beiden, Bernhard Langer, Martin Keimer, die einzigen, die ein Major bisher gewonnen haben. Und beide haben jeweils zwei Majors gewonnen. Bernhard Langer die zwei Masters und Martin Keimer einmal die US Open, das war dann 2014, und 2010 eben die PGA Championship. So, wir konzentrieren uns jetzt hier auf den zweiten Schlag mit unserem Wedge. So, das Ganze ist leicht erhöht, der Wind kommt von rechts. Approach, da müsste er doch ziemlich spinnen, oder? Okay. Jetzt müssen wir uns das nochmal anschauen. Wir haben eigentlich vor dem Stock viel, viel Platz, wenn ich das richtig sehe. Wir werden das Ganze hoch anspielen, damit er vielleicht, ja, damit er ein bisschen früher zum Liegen kommt. Wir werden das Ganze jetzt mal so versuchen. Ah, der ist schon wieder weit unterwegs, aber er müsste doch ein bisschen spinnen. Ja, sehr gut. No, I don't have my tape measure out, but that looks like, oh, what, 6-7 feet in there, but that is an excellent approach shot. This will slide a bit right. It's for birdie. Ja, es ist eine sehr gute Annäherung gewesen, aber das wird schon wieder ein schwerer Putt. Ja, im Prinzip ist es leicht bergauf, level.
aber es bricht ziemlich. Aber zu viel will ich eigentlich auch nicht übers Loch hinaus putten. Weil so viel bergauf geht es jetzt auch nicht. Ja, es bricht definitiv auf der Länge von 9 Fuß. Müssen wir schon ein bisschen mehr machen als linke Lochkante. Schon ein bisschen mehr. Ah. Oh, Mr. Wright just didn't have the right line. Schade, schade. Okay. So. Okay. Ja, es war dann doch ziemlich, hat er den Break angenommen. Also das war jetzt schon ein bisschen überraschend. No issues there. It is a par here at 14. And he'll stay right where he is. Ja, ich habe gerade nochmal nachgesehen, also es waren die 92. PGA Championship, die Martin Keimer damals gewonnen hat, 2010. Yep, 500 Yards für ein Par 4, das ist schon ordentlich. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. So, da müssen wir wieder gut schauen, dass wir den natürlich gut ins Fairway kriegen. Und wenn man dann im Rough oder im Bunker liegt, hat man eigentlich keine Chance, den, mit dem zweiten aufs Grün zu kommen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, es geht ein bisschen bergab, wenn er dann noch ein bisschen rollt. Wir werden da ein bisschen gegenfaden und ihn etwas flacher spielen. Hier sieht man auch wieder sehr, sehr gut, wie man dann hier den Abschlag ein bisschen noch in die Dünen reinversetzt hat, damit man Länge hat. Okay. Just what you want at this point in the round. You're trying to find a rhythm. 307, das heißt, wir haben nochmal 200 Yards. Das müsste ein Eisen 4 sein, oder? Eisen 5. Eisen 5. Wir gehen eins kürzer, weil wir haben Rückenwind. Ja, das hatten wir vorhin eben auch. Eisen 6. Ja, das Ganze geht nach links runter. Das Ganze geht nach links runter. Wir dürfen ruhig hier ein bisschen drüber bleiben. Eisen 6. Ja, da machen wir jetzt vielleicht gar nicht so viel. Ja, zieht sofort nach links rüber. Okay. Auf jeden Fall liegen wir auf dem Grün. A lucky birdie here at 15. Yeah, it's a good looking putt overall, pretty straight, slightly down the hill, need to be wary of that, but it's an inviting one. Ja, am Anfang geht es schön geradeaus und auf dem letzten Drittel, da bricht er dann nach rechts und da kriegt er ein bisschen Speed, weil es bergab geht. Aber da ist er schon langsamer. Okay. Da kriegt er ein bisschen Speed. Okay. Also das heißt, dann machen wir den etwas kürzer. Und links. Ja, die Frage ist, was nimmt er da vorne noch an Break? Es ist so auf dem letzten Drittel. Am Anfang geht es ein kleines bisschen nach links. Ja, wir bleiben ein bisschen weiter links. Ja. Oh, nee. Boah. 11 Fuß drüber gepattet. Warum das? Ich bin etwas irritiert. Ich bin etwas irritiert. Okay, jetzt geht's wieder ein bisschen berghoch.
Bisschen mehr. Da wurde er sofort nach links weggegangen. Ja, weil wir schlecht gepattet haben hier hinten. Da haben wir wirklich schlecht gepattet. Okay, a bogey here at the 15th. Ja, das überrascht mich jetzt wirklich ein bisschen. Das war eigentlich eine gute Annäherung, eine gute Chance. Und anstatt natürlich ein Birdie, haben wir uns einen Bogey eingefangen. Ja, ein paar 5. Ein interessantes und wunderschönes Paar 5. Wieder fast auf jeder Bahn sieht man dann doch hier Lake Michigan. So, Paar 5, 541. Ja, was man natürlich nicht machen sollte, ist hier in den Bunker kommen. Aber die Länge haben wir sowieso nicht. Insofern dürfte das keine Rolle spielen. Ja, manchmal ist es auch gut, wenn man nicht so lang ist. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. Ja, an den T-Shots liegt's nicht. Die T-Shots sind alle sehr, sehr gut. Ach ja, Holz 3 bietet er uns an als Approach, weil wir Rückenwind haben. Ein hoch angespieltes Hybrid. Ein hoch angespieltes Hybrid. Könnte uns das hier aufs Grün bringen? Boah. Ja. Okay. Es geht aber ein bisschen berghoch. Wir gehen noch ein bisschen mehr nach rechts. So. Komm. Ja, komm vorne rein. Ah, nee, das ist ein bisschen lang. Ein bisschen lang. Okay. Normally they stick a tee in one end and a flag in the other. You're advanced the way. But that second shot on this par 5, that completely took the green out of play. Airmail. That is a big mistake. Ja, so. Das Ganze ist eigentlich alles hier von hier aus relativ eben. 92, 97 RAF, das heißt 22, 16. So, ein bisschen. Okay. Okay. Just a gorgeous shot. This has been a clinic today. So, aber jetzt sollten wir doch hoffentlich unser Birdie auf den Back 9 spielen, unser erstes. Well played there, a birdie here at 16. So, und damit können wir das Bogey an der 15 zumindest mal wieder egalisieren. Und bleiben auf dem sechsten. Most notably the 17th at TPC Sawgrass. He says this one is even more fearsome. And the reason why is the drop off on the left. It's 20 feet below the level of the green. Then you've got the sand dunes on the right, where they're sort of speckled with bunkers as well. And then there's a little sliver of green grass in between. That's the green. So, Pete Dye hat diesen Platz konzipiert und wir erinnern uns, welche Plätze er auch noch gebaut hat, beziehungsweise entworfen hat. TPC Sawgrass natürlich und charakteristisch dafür natürlich, welcher Platz war es noch? Harbortown meines Wissens. Charakteristisch sind natürlich hier diese Eisenbahnschwellen, die hat er sehr häufig verwendet, um hier abzugrenzen. Pete Dye. So ein Name, den man häufiger hört, wenn es um gute Golfplätze in den USA geht.
Ja, das ist jetzt 269 Yards, ein spannendes Par 3, was natürlich auch deutlich hier nach unten geht. Hier sollte man natürlich auch wieder versuchen, ein Wood 3, das macht mich also, boah, nee. Es wird schon schwierig, auch mit dem Hybrid. Oje, oje. Oje, oje. Wir müssten eigentlich schauen. So, weil das ist natürlich alles übelst hier. Alles, was hier runterfällt, wird übelst. Deswegen muss man auf jeden Fall eigentlich schauen. So, nochmal weg. Dass wir hier definitiv gegen den Wind arbeiten. Und mit dem Hybrid haben wir hier eigentlich mehr Chance. Boah. Ja, ja. Zack. Der sollte hier landen und dann praktisch in die Kurve gehen. Das werden wir natürlich versuchen, mit einem Fade auch noch ein bisschen zu unterstützen. Boah. Ja, das wäre gut, wenn er hier gegen den Hang oder da in die Kurve geht. 29 bergab. Okay, die Kurve macht er, aber reicht die auch, dass er zum Liegen kommt? Okay, nee, der ist zu schnell, der rennt uns durch. Okay. So, ein Pitch. 92, 97, 11, 8, 7. Ja, das Ganze bricht nach rechts. Okay. Bisschen höher anspielen, dass er zum Liegen kommt. Ja, schade. Aber 5 Fuß sind machbar. Das ist machbar. So, es ist Level, ne? Ja, genau. Rechte Lochkante erstmal anvisieren. Reicht uns rechte Lochkante? Es breakt hier schon ganz schön. Auf 7 Fuß. Bisschen kürzer. Bisschen mehr. Yeah, that's a good putt. It is in for par here at 17. And he'll remain right where he is. So, wir sind immer noch Sechster. Unquestionably, the best finishing holes in golf require your best shots. You want to win the championship, you need to deliver down the stretch. 520 yards, par 4, 18th here at Whistling Straits. You can come in with a shorter iron if you take the aggressive line off the tee, but that's a 270-yard carry over the dunes and bunkers. If you want to play it safe, you go down the right side. That's going to leave you a longer shot in. You make 4 here, you will have earned it. You make 3, you will have likely won it all. So, und das Thema war damals, hier, diese Bunker, da hat Dustin Johnson oben reingeschlagen und da haben die Leute alles runtergetreten und dann war, konnte man nicht mehr erkennen, was eigentlich Bunker war und was Waste Area oder runtergetretenes war. Und da lag er tatsächlich hier drin und hat den Schläger aufgesetzt. Das darf man nicht im Bunker. Man darf also nicht vor dem Schlag oder dem Treffmoment den Sand berühren. Und dadurch hat er sich einen Strafschlag eingehandelt und das wurde also dutzend Male in der Zeitlupe gezeigt. Und das ist schon spannend auch, dass dann eben auch ein Kamerateam bzw. ein Kameramann dort war und das ganz genau halt man sehen konnte in den Bildern. Und das hat auch Dustin Johnson selber gar nicht mitbekommen. Und der hat das Loch zu Ende gespielt und wie er vom Grün runtergelaufen ist, kam der Schiedsrichter zu ihm und hat ihm also erklärt, dass er sich hier einen Strafschlag dann dazu zählen musste und dachte ja, er wäre schon im Stechen und war dann eben das nicht mehr. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Das war eine interessante, spannende Geschichte. Fast so ähnlich wie heutzutage der Videobeweis beim Fußball, wo man dann nochmal wartet, ob das Abseits war oder ob es kein Abseits war.
So, also wie er vorhin schon gesagt hat, ist es eine interessante Geschichte, natürlich den Ball da vorne hinzuspielen, weil man dann doch noch ordentliche Länge hat, 275, 483 und das Grün muss man dann auch erstmal erreichen. Wir haben eigentlich, glaube ich, nicht das Problem, dass wir zu lang sein könnten. Ja, Gegenwind und berghoch, also da können wir eigentlich gar nicht zu lang sein. Das geht gar nicht. Wir werden das Ganze noch ein bisschen mit einem Draw unterstützen. Und ich hoffe, dass das auch dann reicht hier. Dass er dann noch ein bisschen gut nach vorne rollt. So, nee, ja, die Welle. Ja, ja, okay. Das ist schon sehr bescheiden, 258. So, an der Stelle wollte ich jetzt nochmal kurz aufs Leaderboard schauen. Wir sind Sechster, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, mit vielen, vielen, vielen Spielern. Und minus 3, die 69, das wäre natürlich nicht verkehrt, wenn wir die reinbringen. Auf der anderen Seite. Oh je, er hat ein Holz in der Hand. Er will da ein Holz hinspielen. Bergab ein Holz. Oh je, wir nehmen da ein Hybrid. Ja. Das wird eine ganz üble Geschichte, weil wenn man da vorne drin liegt, hier, ja, da hat es damals auch einige erwischt, die dann hier im Wasser bzw. im Graben oder in den Bunkern lagen. Das muss man nicht haben. Es geht zwar bergrunter, der Wind, ja, der Wind ist hässlich. So. Ja, die Frage ist, wie rollt der Ball? Ja, da ist eine Welle. Wenn es dumm läuft, landet er da hinten im Bunker. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der so weit kommt. Also mit einem Holz. Oh. Wie gesagt, wir müssen den ja auch zum Liegen bringen. Jetzt kann man den natürlich faden, aber dadurch wird das ja noch kürzer. Und dann kommt er ja hier noch mehr übers Wasser. Boah. Also mit dem Hybrid würde ich mich wohler fühlen, weil dann lieber zu kurz. Dann lieber zu kurz. Jetzt muss ich mir das nochmal anschauen. Ja, ja. Okay. Er macht doch keine so starke Kurve. Und er wird auch nicht weit rollen. Der bleibt direkt liegen. Das war fast zu erwarten. Okay. Jetzt müssen wir wieder mal schauen, ob wir gut pitchen können, um das Paar safe nach Hause zu bringen. Aber wir sehen es auch. Den müssten wir jetzt hier vorne reinpitchen. In den Hang. Und dann rollt der weiß Gott wohin. Eieieiei. Okay. Mit dem normalen Flop. Mit dem normalen Flop dahin. Der wird sowieso nach rechts springen. Weit rollen kann der nicht mehr, weil es geht hoch und dort geht's hoch. Okay. Gut. Made harder by the second shot coming up short, but excellent use of the flop shot and a chance to escape the par. Ja, das ist schon wieder so ein hässliches Break. Das ist schon wieder so ein hässliches Break. Okay. Level. Trotzdem ein bisschen mehr. Ja, nicht ganz so viel. Also er wird breaken, also ein bisschen mehr als rechts, als linke Lochkante. Auf 8 Fuß. Okay. Okay. A good putt for his par here at the 18th green. And this will be a solid opening round of 69, 3 under par. Our featured golfer here today had some moments, but maybe not the round one you're looking for, Frank. Too many mistakes, Rich. Right now, don't think about the leader. Just worry about improving your own game. So that should just about do it. For all of us at EA Sports, thanks for spending some time with us. On the road to the Masters.
Ja, wie er schon sagte, das war am Anfang richtig gut und dann doch nicht das, was man eigentlich haben wollte. Also mit anderen Worten, wir haben jetzt mal ein bisschen andersrum gespielt. Sehr häufig hatten wir eher den Fall, dass wir die ersten Bahnen, ja, uns die Bogies eingefangen haben und dann gegen hinten oder hinten raus haben wir dann richtig Gas gegeben. Diesmal war es eher umgekehrt. Fulminanter Start hier auf den ersten 9 mit dem, ja, ich sag mal, bitteren Bogie an der 9. Aber dann halt natürlich gleich nochmal das Bogey an der 10 und an der 15, aber wir konnten das zumindest mit dem Birdie an der 16 ausgleichen. Ja, wir hatten da auch noch die ein oder andere Birdie-Chance, wo wir nicht das nötige, ja, ich sage mal vielleicht Glück, aber vielleicht auch nicht den Mumm hatten, da ein bisschen richtig Gas zu geben. Nichtsdestoweniger sind wir mit einer 69 ganz gut dabei und wenn wir aufs Leaderboard schauen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir ins Wochenende kommen können. Nichtsdestoweniger haben wir natürlich auch keine Einspielrunde gehabt. Wir müssen ein bisschen lernen. Der Wind war natürlich auch kräftig, aber das wird auch die nächsten Tage nicht anders sein. Da bin ich mir relativ sicher. Minus 8 hier ganz vorne von Sammy Young. Da muss ich sagen, Respekt, Respekt. Eine 64 Whistling Straits zu spielen, das ist schon wirklich, ja, Chapeau, muss man dazu sagen. Okay, Freunde, das soll es für diese erste Runde gewesen sein. Unsere erste Runde Korn Ferry Tour. Und wir werden jetzt versuchen, die nächsten Wochen Punkte zu sammeln, um uns dann tatsächlich für die PGA Tour zu qualifizieren, um ins Final zu kommen, die drei letzten Turniere hier, das Tour Final. Oder wir erinnern uns, wenn wir drei Turniere gewinnen auf der Korn Ferry Tour, dann kriegen wir auch die Tourkarte für die PGA Tour. Wir werden es sehen. Nichtsdestoweniger wird es mit Sicherheit spannend werden hier bei uns auf der Korn Ferry Tour. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Ich würde mich natürlich auch über ein Abo sehr, sehr freuen. Dann würden wir uns noch häufiger hier sehen. Ansonsten, ich bedanke mich recht herzlich wie immer und wünsche euch ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal, wenn wir in die zweite Runde starten. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio, bis bald.